So, wir haben Regen, wir schissen hoch 10. Aber gut, können wir jetzt nichts machen. Das Depot da, das wird ein Riesenakt. Müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie kriegen. Die 4 Runden, das 1, 2, 3. Also 1, 2, nach 3. Das wird ein Riesenakt. Okay, jetzt gucken wir erstmal Beförderung. Da blinkt ja was hier. Beförderung. So, du hast das, du hast das. Dann kriegst du das jetzt. Noch was? Nö. Luftwaffe halt noch. Ja. Aber Bodeneinheiten nichts mehr. So, der Jäger Allwetter, das haben wir. Flugabwehreinheiten. Ja, das mache ich eher weniger. Machen wir das. So, dann du. Eine Heldeneinheit. Das sollte jetzt gut überlegt sein. Luftgebunden. Nein, nein. Überrennen. Wäre eine Überlegung. Das hier, ja. Ist nicht tödlich, wunderbar. Kann man voll mit leben. Gut, dann. Schauen wir mal. Das hier ist ein Sturmgeschütz, ja. So, wir geben dem Tiger hier runter. Gentlemen, have you found Marshal Zhukov? Yes, sir. He's in our custody, safe and sound. Aside from the grievous injury to his pride, the Marshal of Victory, of course. I've seen cadets come up with less costly strategies, while he seems to be stuck on the human wave tactics. Everyone knows how much you value your soldiers' lives, but for the love of God, keep your comments to yourself near Zhukov. Getting him to defect won't be easy. Doubly so with you antagonizing him. Okay. Da war Zhukov. Hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, muss ich sagen. So, die Infanterie. Artilleriestellungen. Wow. Ne, Quatsch. Ja, alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach.
sehr schön. Ja, müssen wir jetzt mal da unten was machen. Okay, so, hier jetzt. 1, 3. Ah, ja, das wird ein bisschen verlustreich wohl. Gucken, was hier ist. Nein, komm ich. Wir machen das mal so. Gut, wir haben das jetzt aktiviert. In Ordnung. So. Die Panzer hier sind ein Problem. Bin ich mit der Luftwaffe geklärt, würde ich fast sagen, oder? Oder doch nicht. Gibt die Luftwaffe das hin? Also das kriegen wir schon mal hin. Hier scheint aber auch nichts an Flugdeckung groß zu sein. Nö. Dann kriegen die. Dann ist das jetzt Aufgabe der Luftwaffe hier. Punkt. Wir haben hier noch einen Panzer. Angeschlagen zwar, aber hey. Wer macht das? Ungeschützt. Geschütz. Weg mit dir. So, dann hier hin. Sehr schön. So, wie kriege ich dich da jetzt? Du hast noch eine Bewegung. Ja, ich sehe das. Ist da auch was machbar? Nur gucken, wie. So, Jäger. Nee, what? What? Ach Mist, du hast ja schon, ne? Schutzkampfbombe. Der kommt da nicht ran. Ehrlich. Dann machen wir das. Infanterie.
Ja, ab hier rein mit dir. Ja. Luftwaffe. Ne, wenn dann hier drauf, weil das ist effektiv. Das sind zwei Stück. Kann ich da nicht weiten und schalten lassen. Und hat gerade eine Beförderung gekriegt. Sehr schön. So, bei dir machen wir Sichtlehrer, Fluglehrer. Das ist Luftverteidigung. Mhm. Aber ich würde sagen, bei dir mache ich Erstschlag jetzt mal rein, ja. Das könnte hier schon enorm helfen. So, die Flak. Kommt da nicht ran, aber dann macht das. Und dann machen wir hier Defense. Ja. Sehr schön. Reicht noch nicht. Reicht noch nicht. Ja, das ist zu heftig. Ich brauche irgendwas oder irgend sowas dazwischen. Ja, jetzt machen sie natürlich alle Schaden wie die verrückten Irren. Das ist doch gut. Zack, zack. Geht drauf. Die Frage ist, muss ich den jetzt vernichten? Ich versuch's. We stopped the convoy, General Donovan. Ach so, the citizens of Kiev may rest easy. Their cultural heritage shall remain where it belongs. I'm glad to hear that. The historic sites of Kiev have suffered enough during the war. Okay, ja, manchmal muss man ihn umzingeln, dann mal wieder nicht. Das ist halt nicht immer alles sehr eindeutig. Komm mal hier hin. Flak. Ne, bringt nichts. Gut. Die haben das hier im Griff, ja. Das passt. Oh, ein Sauwetter hoch 10. Okay, erstmal du weg. Du weg. Ich brauche das Depot. Können nur an diesen scheiß Minen da liegen. Kannst du Minen räumen? Kannst du nicht? Kannst du Minen räumen? Das gibt's doch nicht. Die können eigentlich Minen räumen?
So, jetzt müsste es aber gewährleistet sein. Nö, immer noch nicht. Das ergibt doch mal null Sinn. Das ist doch ein ganz klaren Versorgungsraum hier drin. Genau wie hier. Das Depot habe ich jetzt. Ey, was soll denn die Scheiße da jetzt? Ah, oh, sag jetzt nicht, ich brauche das Scheißding hier. Ja, das spricht alles dafür, dass es wohl das ist. Muss das jetzt... Artillerie... Das war knapp, aber hat gereicht. Braucht das Depot jetzt unbeschädigt? Hm, das wird in dieser Runde wohl nicht machbar sein, oder? 2-1. Hast du noch doppelten Angriff? Pass mal auf. Die Schwächung hier. 0,5. Das ist nicht schlecht. Mal gucken, dass wir da... Nein, komm schon. Irgendwas. Okay, ich muss kurz meine Luftwaffe durchgehen. Der ist da oben, bringt mir nichts. Der hat schon... Das könnte was sein, ja. Das hier ist die Flak, okay. Heißt, dann machen wir hier erstmal. Dann haben wir jetzt hier erstmal einen rein. Okay. Wir machen trotzdem das, aktivieren das, bringt nichts. Das aber bringt was. Sehr schön. Oh yes, Depot ist mir.
So, Versorgung ist gewährleistet. Gott sei Dank. Hier jetzt leider noch nicht, aber das ist egal. So, wo gibt es diesen verdammten Panzer da? Da oben. Dann lass uns mal gucken, was uns da erwartet. Was da hauen wir hier schon mal als rein? Oder schon mal als. Luftwaffe haben wir hier vor Ort, passt, ja. Gut, dann hier oben. Und zurück mit dir, ja. Und hier hin. So. Wenn ich jetzt das Ding angreife, geht dann hier was zu Bruch? Nein. Eins, fünf. Eins, zwei. Ja, wenn ich das mache, geht was zu Bruch. Das ist schon mal sicher. Die Artillerie. So, dann machen wir halt noch einen rein. So. Dann wird er schon von selbst fallen. So, du hier hin. Plug hier hin, Sturmgeschütz. Ja, würde halt nichts bringen, hier zu bomben, ne. Deswegen, wir gehen hier in Position. Ja, der Jäger kann eigentlich auch mal zurück. Eine gute Idee. Du kannst hier hin. Könnte man was machen? Das ist eine sehr gute Überlegung. Eins, fünf? Ja, machen wir mal. Dann machen wir erstmal das. Upsi, was das jetzt? Und du kannst hier hin. Panzerabwehr. Bringen wir hier hin. Plug. Ja, da können wir sogar hier mal drauf gehen. Aufklärer. Mhm. Okay, jetzt können wir machen.
Gebiet hier. Das werden wir uns dann in der nächsten Runde mal angucken. Ja, das sollten wir machen. Genau, eine gute Idee. Zack, dann ist der schon mal weg. So, und ja, wir werden das Ding bei Nacht holen müssen, weil ich denke nicht, dass ich da jetzt in der nächsten Runde reinkomme. Obwohl, vielleicht könnte es der Panther schaffen. Ah, wird aber eng, wird eng. Ich bin auf jeden Fall froh, dass das Depot hier geklappt hat, weil das hat mir jetzt echt Probleme bereitet. Da keine Versorgung, das wäre nicht gut gewesen. Aber es hat geklappt. So, hier sind wir auch. Okay. Dann gucken wir mal. Flugzeuge ist hier irgendwo? Nein. So, hier was? Nein. Nein. Auch nicht. Infanterie. Okay. So, die hätten Infanterie. Also ich sehe momentan bei dem Ding keinen Vorteil. Ganz klar, das brauche ich nicht, weil das... Es gibt unsterblich. Unsterblich. Jeder feindliche Angriffszeit einen tödlichen Schaden weniger aus. Kann eigentlich nicht schaden. Machen wir das. Ja. Gut, hoffen wir, dass das Wetter jetzt besser wird in der nächsten Runde. Das ist ätzend für mich. Dass wir dann schneller vorankommen. Oh. So. Die Luftanhalten haben wir mittlerweile ganz gut im Griff. Allgemein ist bei dem Ding natürlich hin und wieder rutscht einer durch. Ist halt leider so. Aber die Flaps sind so jetzt verteilt schon mittlerweile, der ohne großen Schaden da nicht mehr durchkommt. Okay, komm, ganze Abwehr rein, perfekt. Die Kamera geht da einfach nicht mit, das finde ich nicht toll. Ah, der Aufklärer, ja. Zwei Schaden, aber puh, das hat ihn jetzt übelst rausgehauen, gehe ich mal fest von aus. Das ist dieser Gegenangriff, aber ich sehe jetzt da kein großes Problem. Zack, weggesagt. Ja. Aber gerade dieser Angriff hat ihm, brecht ihm jetzt das Knick voll. Hier will er über die Brücke. Ja gut, okay. Ich muss da auch rüber, ne? Nicht okay. Ne, ich kann von der anderen Seite ja hin, hoffe ich mal. Weil wir in der nächsten Runde massiv die Artillerie wieder da hinten einsetzen und bombardieren müssen. Die Frage ist natürlich, drei Züge, ich muss dahin. Oh. Und der staut sich hier, ne? Eieieiei. Da muss ich nachher wirklich mit dem Bombern da durch.
Also die Runde muss ich gucken, dass ich hier wirklich anfange richtig massiv zu klären, mit der Luftwaffe hier massiv durch. Ja, weil das geht nicht, weil das wird eng von der Zeit her sonst. Das wird hier richtig eng von der Zeit her. So, ich gucke jetzt hier nochmal durch, aber ich würde sagen, der Part ist jetzt hier auch beendet. Ja, hier können wir noch machen. Machen wir das hier. Okay. Wir haben noch zwei Runden für. Ja. Wenn jetzt hole ich das Ding halt bei Nacht, das ist auch egal. Und hier, na. Ja, hier haben wir jetzt die Runde, die Nacht. Und der nächste Runde muss ich dann da. Oh, leck. Wow. Ja, da werde ich mich auch nicht durchbomben müssen. Das wird nicht anders da laufen sonst. Die hier oben werden wirklich hier rüber. Ja. Das ist ganz klar. Und die hier unten haben dann hier die Aufgabe, das alles zu bewältigen. Ja. Hier werden wir wohl die Luftwaffe massiv einsetzen müssen. Da müssen wir mal gucken. Ja, aber das sehen wir, Leute, alles beim nächsten Mal. Das war's von dem Part. Bis dann und ciao.